Tada! Heute mal ganz ohne Intro, weil heute gibt es etwas zu feiern. Ja, meine erste Fanpost. Darum bin ich heute auch ein bisschen eleganter angezogen. Ja, gut, es könnte eigentlich auch ein Drohbrief sein. Das ist jedenfalls heute in meinem Postfach gelegen, hat keinen Absender drauf. Könnte also auch einfach ein anonymer Mäzen sein, der sich ankündigt und die Chip schon all im Bild finanziell unterstützen möchte. Schau mal rein, bin ich aufgeregt. Wow, nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Herr Koschu, stecken Sie zuerst das Geld ein und lesen es dann erst weiter. In meiner ehemaligen Partei haben wir das bisher auch immer so gehandhabt. Das lösen wir politisch. Ich bin zwar nicht käuflich, aber für Geld tue ich sowieso nicht alles. Ich musste den Weg der eingeschleusten Postille wählen, weil wenn mich hier wer sieht, glauben die, dass ich meinen Hauptwohnsitz in Innsbruck habe und dann bin ich endgültig geliefert. Herr Koschu, es ist abscheulich, wie die Freimaurer und die Illuminati den Leuten vorgaukeln wollen, Klosterneuburg wäre nicht in Wien. Im Übrigen wird Klosterneuburg mit mir als Wiener Bürgermeister sowieso eingemeindet und aus die Maus. Von mir aus wird Wien auch von Klosterneuburg eingemeindet. Aber zum Wesentlichen. Wie Sie vielleicht der links-linken Lügenpresse entnommen haben, wurde ich letztes Jahr auf einer Mittelmeerinsel in eine mehr als perfide Falle gelockt. Ach ja, ja genau. Der Partei der Einzelfälle, die Einzelfalle. Veni, Vino. Video. Manche glauben ja, ich sei vom rechten Weg abgekommen, aber das werde ich nie zulassen. Das Leben ist wie ein Kreisverkehr. Links dreht man sich im Kreis, weiter geht's, wenn man rechts abbiegt. Und kommen Sie jetzt nicht mit einer Autobahn, wo ganz rechts der Pannenstreifen ist, Sie kabarettistischer Schneebrunzer. Zum eigentlichen Endziel meines Briefes. Ich bitte Sie inständigst, mich auf irgendeine Art und Weise namentlich in Ihrem Satireformat vorkommen zu lassen. Denn sind wir uns doch einmal einig, wer in einem Satireformat nicht vorkommt, ist auch nicht wichtig. Ja? Und? Wenn ich nach meinem gelungenen Comeback ab Herbst erst einmal Wiener Bürgermeister bin, müssen wir ganz offen reden. Da müssen wir uns zusammenhocken und müssen reden. So, da gibt es im Kabarett Simpel 3-4 Leute, die müssen gepusht werden und 3-4 müssen abserviert werden. Der Navarayani und noch ein paar. Zack, zack, zack. Und dann holen wir Sie rein. Das ist der Deal. Lassen Sie uns endlich die Kabarettisten-Szene aufmischen, denn das sind die wahren Hetzer. Kabarettisten sind ja die noch größeren Huren als Journalisten. Alles tun sie für einen Lacher, alles. Herr Koschu, so wie ich Sie einschätze, haben Sie sich bis jetzt standhaft geweigert, das Geld einzustecken. Sie Karikatur eines Kabarettisten, stecken Sie das Geld endlich ein und lesen Sie fertig. An Schaas werde ich tun. Also wenn es nach mir geht. Ich hätte ja statt Wiener Bürgermeister für den HC Strache die noch bessere Jobidee. Da könnte mit seiner Erfahrung sicher sofort anfangen. In der spanischen Hofreitschule als Ibizana. Wissen Sie übrigens, was man aus dem Buchstaben HC Strache noch alles machen kann? Schanz. Noch Fragen?